Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich darf heute die Phoenix TK11 Tag vorstellen. Eine neue, moderne, kompakte Taschenlampe der Firma Phoenix. Firma Phoenix ist jetzt schon mehr als ein Jahrzehnt auf dem Markt der hochwertigen Hochleistungstaschenlampen und haben jetzt im Preissektor von $75 circa eine neue kompakte Taschenlampe eher für den taktischen Bereich rausgebracht. Die möchte ich heute mal kurz vorstellen. Phoenix hat eine kleine Ausschreibung gemacht, hat Global Reviewer gesucht, also weltweit Leute, die sich dazu bereit erklären würden, diese Taschenlampe mal vorzustellen. Die Taschenlampe wurde denen dann kostenlos zur Verfügung gestellt. Somit werde ich das Video auch als Werbung kennzeichnen. Ansonsten gab es aber von der Firma Phoenix keine Anforderungen an das Video. Somit war ich vollkommen frei in der Gestaltungsmöglichkeit und konnte somit jetzt ein paar Wochen die Taschenlampe ausgiebig testen, vor allem im mitteleuropäischen Winter, der ja dunkel und diesig und vor allem neblig war in letzter Zeit, konnte ich mir anschauen, was die Taschenlampe so kann. Und das möchte ich heute etwas genauer vorstellen und meine Eindrücke und Erfahrungen schildern. Ja, fangen wir kurz an. Also eine Taschenlampe, die relativ kompakt ist, ja, passt so in eine Faust, also eine moderne, kompakte, taktische Taschenlampe. Wird betrieben mit einem 18650 Akkumulator. Firma Phoenix bietet ja aktuell auch welche an, die direkt einen Micro-USB-Anschluss am Akkumulator besitzen. Somit ist die Ladefrage überhaupt kein Problem. Hier sieht man dann das Innenleben vorne und hinten im Tailcap auch federgelagert. Das minimiert die Ausfälle durch Vibration und Stürze. Genau, hat einen Clip für die Hosentasche oder sonstiges Equipment. Die Lampe besitzt noch einen Endschalter, wird auch nur über diesen Endschalter bedient. Dieser verfügt über diesen neuen Tail Switch, Rotary Switch. Sprich, wir haben einen Tactical Modus, einen Lock Modus, wo die Taschenlampe gesperrt ist, mechanisch lässt sich dieser Schalter nicht drücken, und einen Duty Modus. Duty bedeutet in dem Fall, wir haben drei Helligkeitsstufen, durch die wir so durchswitchen können, die wir locker leicht bedienen können. Das sind einmal 50 Lumen, 500 Lumen und 1600 Lumen. Das ist eine recht rustikale Abstufung, aber sehr ordentlich für den Alltag und natürlich auch für das Tactical Personnel, also Leute, die sich im Tagesgeschäft eher mit taktischen Themen befassen, taktische Berufe haben, Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungskräfte. Die brauchen in der Regel keinen Ein-Lumen-Moonshine-Mode. Die brauchen eine robuste Taschenlampe, die ordentlich abliefert. Hier wären wir dann im Duty-Mode. Das wäre dann direkt der 1600er. Oder wenn man direkt lange hält, kommt man in den Stroboskop, der dann auch bleibt und seine Frequenz variiert, was nochmal zusätzliche Unannehmlichkeiten schaffen soll, wenn man da von der anderen Seite hereinblickt. Ja, der Vorteil ist natürlich, ich kann das einhändig hier operaten, bedienen. Habe die Taschenlampe meistens so gelockt in so einer Bauchtasche gehabt, ne? Einfach drin gehabt, wenn ich dann der Meinung war, spätabends im Wald, ich müsste mal kurz schauen, was mir da begegnet oder was ich da jetzt gerade gemeint habe, im Wald zu hören, kann ich in den Duty-Modus schalten, einmal schnell reinleuchten in den Wald und gut ist. Oder ich habe den Duty-Modus an,
Klicke einmal rein, habe hier meine 50 Lumen, kann dann auch den Lock betätigen, kann dann nicht mehr draufdrücken, kann den Modus nicht mehr wechseln. Es kann durchaus auch praktische Anwendungen finden, wenn man sich in irgendeiner Situation wiederfindet, wo man der Meinung ist, jetzt sollte die Lampe womöglich besser nicht ausgehen. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich durch diesen mechanischen Lock, dass auch die Lampe in der Tasche nicht angeht. Ich fand die Bedienung grundsätzlich gut. Teilweise fand ich den Druckpunkt, wo dann die Helligkeitsstufe gewechselt wird, schwierig zu finden. Das mag Geschmackssache sein, aber es hat sich ein bisschen eingespielt. Es war dann nicht mehr so prägnant wie am Anfang, aber man kann normal mit ein bisschen, ich sag mal, Gewöhnung, kommt man da locker durch die Stufen. Ansonsten aber hier an Tactical Modus reingehauen. Fertig. Ja, so viel erstmal zur Lampe im Überblick und der Bedienung. Man sieht hier auch immer mal eine Macke. Das liegt halt in der Natur der Sache. Die ist mir auch öfter mal runtergefallen auf so einen Meter auf Asphalt. Oder halt so schottrige Waldwege. Das sind jetzt natürlich hier alles nur kosmetische Mängel. Das tut der Lampe keinen Abbruch. Und ja, sieht dann auch cooler aus, wenn sie dann ein paar mehr Spuren hat durch Benutzung. Gut zu erwähnen wäre noch genau 18650er Lithium-Ionen-Akku, Single, also Tail-Switch, der über den die ganze Bedienung stattfindet. Die Taschenlampe hat eine Luminous SST40 LED verbaut und wie man sehen kann, auch sehr schön zentriert. Der hat einen recht großen Spot, was ich aber gut finde, weil auch somit in so Distanzen von, ich sag mal, 50 bis 100 Metern wird sehr großes Feld ausgeleuchtet. Da muss man nicht irgendwie mit einem kleinen Pünktchen hin und her suchen. Also durchaus sehr schön zentriert, durchaus gut zu gebrauchen. Schauen wir uns nochmal hier die Verpackung an. Kommt hier in so einer ordentlichen Kartonagenverpackung. Mitgeliefert wird ein Holster, so in Phoenix-typischer Qualität, aus so einem Nylon-Material. Die sind immer gut, die halten anständig. Dazu noch Warranty Cards und auch der Klassiker zwei Ersatzohrringe, damit das mit der Wasserdichtigkeit von IP68, also bis zu 2 Meter und bis zu 30 Minuten am Stück unter Wasser wiederhergestellt werden kann, liegen die dabei. Kann man nicht meckern. Gut, ansonsten nochmal als kleine Übersicht, ja, den Duty Mode und den Tactical Mode. Der Duty Mode war dieser hier und der Tactical Mode dieser. Also im Duty Mode 50, 500, 1600, sehr ordentliche Abstufung. Und dann im Tactical Mode 1600 und 1600 Strobe. Die Laufzeit von bis zu 2 Stunden konnte ich so am Stück nicht reproduzieren, weil mir da, ich sag mal, die technischen Mittel fehlen, immer wieder die Lampe anzuschalten, weil auch wie weiter unten
zu lesen ist. Die Lampe hat auch ein Thermomanagement, das heißt, na, auch durch hier die Kennzeichnung Hot. Natürlich, wenn hier 1600 Lumen an Lichtstrom aus der Lampe austreten, wird die auch warm. Und um da die Elektronik zu schützen, wird die dann abgeriegelt nach kurzer Zeit, wenn sie zu warm wird. Was Phoenix hier auch wieder hat, ist, dass die Regelungen sehr gut stattfinden. Also ich habe den Akku auch mehrmals leer bekommen während der Zeit. Das heißt, man benutzt die Taschenlampe halt in irgendeinem Modus. Und irgendwann stellt man fest, man kommt nicht mehr in den höchsten Modus, aber die anderen Modi laufen noch stabil. Das ist eine Phoenix-Sache, das können die ziemlich gut. Und dann weiß man auch genau, man steht nicht einfach im Dunkeln da und hat auf einmal kein Licht mehr, sondern man wird rechtzeitig vorgewarnt. Ja. Ansonsten für den Preis 75 Dollar circa ohne Akku wird die leider geliefert. Finde ich, ist das eine super ordentliche Taschenlampe, auch natürlich für Polizisten, Jäger, denke ich auch geeignet, wo man halt mal kurz, mal eben schnell viel Licht raushauen muss, um mal kurz die Lage zu überblicken. Aber auch durch den Duty-Modus für Camper nicht ganz uninteressant. Also, das ist eher eine recht helle Leselampe, wenn man die mit 50 Lumen im Zelt betreibt. Aber durch halt diesen Duty-Modus nur drei Helligkeitsstufen. Direkt in der zweiten Helligkeitsstufe 500 Lumen. Das ist schon eine ordentliche Ansage. Und finde ich ziemlich gut so zu gebrauchen. Einzig und allein, genau wie ich schon gesagt habe, der Druckpunkt, der hat mir nicht immer 100% gefallen. Ansonsten ist es eine sehr ordentliche Taschenlampe. Vielen Dank, Phoenix, für die Möglichkeit, die vorzustellen. Und lasst mir doch einen Kommentar da, was ihr von der Lampe haltet, ob ihr da für rund 75 Dollar Preiskategorie ein gutes Modell seht oder doch lieber zu einer Lampe greift mit mehr Modi. Und in der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Links zum Hersteller und zu einem deutschen Distributor. Dann bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal.